Hallihallo und herzlich willkommen heute mit einer Folge zu Worms Rumble. Ist das erste Worms in Unreal Engine 3D, also 3D-Grafik, aber immer noch ein Sidescroller und sah bisher, so was ich von ersten Blicken gesehen habe, fantastisch aus. Check mal kurz im Training vorbei und dann machen wir nochmal ein Match. Ja, aber es ist auf jeden Fall spitze, wie es aussieht. Gab's hier noch was? Sieht echt schick aus. Leider keine Kampagne oder Story oder sonst irgendwas. Ich glaube auch nicht, dass es Matches gegen Bots oder KI gibt, sondern es ist ein starker Multiplayer-Part. Aber die Steuerung ist auch hervorragend, schnell und präzise. Ein Ziel fehlt. Konnte ich das übersehen? Das kostet nicht so viel Zeit. Hätte ich nach unten gucken müssen. Ah, jo. Gut. Hat mein Wurm schon ein bisschen designt. Team Deathmatch, Deathmatch, Last Standing und Last Worm Standing. Also Battle Royale und Deathmatch. Das ist das, was es gibt. Suche läuft also immer gegen einen Spieler. Ist schade. Ich habe immer früher die Core-Partys gemisst, wo man so 2, 3, 4, 5, 6 Bots gegen uns. Das war immer ganz cool. Weil die KI früher auch nicht schlecht war, konnte man sich mal ein bisschen messen. Und ich bin ja kein großer PvP-Fan. Man soll ihn überhaupt, jemand das spielt. Mittlerweile haben wir jetzt 11:30. Oder ob das Spiel schon tot ist, weil noch keiner mehr das spielt. Eigentlich sollten es viele haben, weil es war ja vor kurzem erst im Humble Bumble drinne. Von da sollten es viele haben. Das ist ein aktives Deathmatch, also nichts mehr mit rundenbasierenden Kämpfen, sondern Worms Burger. Time to
goodbye. Fast tot. Interesting. Eine Serie gemacht. Platz 11 aber. Also ist was Neues. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber mir gefiel das Klassische besser. Geht dann so ein Match, zeigen wir noch Zeit. Ich sehe nämlich keine. Interesting.
Naja, ein paar Achievements haben wir gekriegt. Komm, muss doch Erfahrung geben, ja. Ha, nicht mal ein Level. Schrotflintenerfahrung, Pistolenerfahrung. Ja, das ist auf jeden Fall Worms Rumble. Ist gar nicht schlecht für einen kleinen Preis, mal ein nettes PvP für zwischendrin. Ja, das war schon meine Review. Kurz und knackig. Ich denke, man hat alles gesehen. Battle Royale werde ich euch jetzt nicht vorstellen. Kann man sich denken. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis bald.